reden. Dann reiß dich zusammen. Das ist die einzige Option, die wir haben. Jenny, es geht um die Firma. Wenn die Olaf glauben, ist Melissa raus. Und wir auch. Willst du das? Aber ich weiß doch gar nichts davon. Du weißt genug. Und du bist eine Brock. Du schaffst das. Baby, du hast ja noch nicht mal Bier gekauft. Wir müssen sparen. Sparen? Warum steht denn an dir so ein scheiß teurer Bio-Joghurt? Weil mein Körper mein Kapital ist? Du willst doch nicht wieder zurück an die Stange. Baby, du bist Millionenerbin. Du hast es nicht nötig zu arbeiten. Wir haben keine Kohle, wir haben keinen Job, wir haben nichts zu beißen. Wir haben nicht mal mehr Sex. Früher konntest du nicht genug von mir kriegen und jetzt? Baby, wir haben doch erst vor 3 Tagen. Ja, so fängt das immer an. Und ständig streiten wir. Das ist doch scheiße. Läuft nicht mehr, seit wir Millionäre sind. Ja. Und das sind wir auch nicht mehr. Ja, siehste, reich sein macht auch nicht glücklich. Du kannst das, das weiß ich. Ja, und dann gehe ich einfach auf die Bühne. Und dann denken die, was hat die Proltusse hier verloren? Danke, das kenne ich schon. Seit wann hast du ein Selbstwertproblem? Hab ich nicht. Wenn du aufgeregt bist, guck nicht auf die Leute. Konzentriere dich nur auf das Holz, wie weich es ist. Lass es in der Hand kreisen. So. Aber ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Doch, das weißt du. Du hast es nur aus Angst vergessen. Was war das im Reuter-Areal für eine Räumungsaktion? Steckt Ihre Firma dahinter? Also bei der Räumungsaktion des Abbruchhauses sind einige Dinge aus dem Ruder gelaufen. Aber ich versichere Ihnen, dass ich persönlich nichts davon gewusst habe. Wo steckt Melissa Brock? Frau Brock hat es vorgezogen, sich heute nicht den Fragen der Presse auszusetzen und hat mich gebeten, sie zu vertreten. Dann ist sie also für die Räumung verantwortlich. Sie hat eine private Security-Firma damit beauftragt, die Leute dort zu entfernen. Das ist richtig. Natürlich ist es kein Nachteil für die Brock AG, dass das Haus geräumt ist und die Bauarbeiten am Reuter-Areal jetzt beginnen können. Leider hat Melissa Brock sich für einen radikalen und aus meiner persönlichen Sicht menschenverachtenden Weg entschieden. Ich versichere Ihnen, unter meiner Führung hätte es diesen Skandal nicht gegeben. Sie mieses Stück Scheiße! Sie trauen sich das nur, weil Melissa Brock nicht hier ist und sich nicht verteidigen kann. Sie haben dafür gesorgt, dass es hier möglichst brutal zugeht. Ich denke, Sie sollten jetzt sehr vorsichtig sein, denn das ist Verleumdung. Ich kann beweisen, dass Melissa Brock eigenhändig den Räumungsauftrag unterschrieben hat. Welchen Beweis haben Sie? Seit wann muss man beweisen, dass Scheiße stinkt? Gut, dann darf ich jetzt vorstellen, Frau Jenny Neumann, eine uneheliche Tochter meines verstorbenen Bruders Axel. Ihre Mutter ist Imbissverkäuferin und Jenny arbeitet bei uns in der Poststelle. Man könnte sagen, das Verbreiten von Nachrichten liegt ihr also. Ich würde so sagen, es gab einen guten Grund, warum Axel Brock die Vaterschaft zu Lebzeiten nie anerkannt hat. Jenny, du kannst das. Geh da rüber und mach dem Feuer unterm Arsch, ja? So wie wir es besprochen haben. Moment. Ich bin noch nicht fertig. Dieser Mann hier erzählt Ihnen Lügen. Er ist für die Räumung des Areals verantwortlich. Er will seine Agenda durchsetzen und auf dem Reuter-Areal eine Bürowüste errichten. Gewerbetreibende. Anwohner werden durch die überteuerten Mieten vertrieben. Und wenn Sie sich fragen, wo Melissa Brock gerade ist, sie hat versucht, den Bewohnern des Abbruchhauses beizustehen und wurde von Ihnen und Ihren Securities auf brutalste Weise in einen LKW geschleppt und irgendwo in Brandenburg ausgekippt. Und wer ist dafür verantwortlich? Dieser Mann hier, Olaf Brock. Aber wenn das wahr ist, dann ist er geliefert. Wenn Sie Ihre Anschuldigungen nicht beweisen können. Ich kann sie beweisen. Hier sehen Sie, was Olaf Brock aus Ihrem Kiez machen will. Und jetzt frage ich Sie,
Fühlen Sie sich in so einem Kiez noch zu Hause?